Hallo Hey zusammen. zusammen. Ja, Grüße vom Enzklösele. Wir machen heute den ca. 12 Kilometer langen Heidelbeerweg, auch besser bekannt als das blaue Gold des Schwarzwaldes. So, mal schauen, wie sich die moosbewachsenen Felsen, die wir sehen werden, wie sich das macht. Ich freue mich jetzt auf eine schöne Wanderung mit euch. Genau. Bleibt dabei. Begleitet uns auf der Tour. Viel Spaß. Bis später. Ciao, ciao. Ja, ganz witzig, die Rastbänke, die hier sind. Normalerweise sind das solche Rastbänke ja rot oder bräunlich oder wie auch immer. Aber wir sind ja hier auf dem Heidelbeerweg. Und deswegen sind diese Banken hier alle so leicht bläulich, wie eine Heidelbeerfarbig angestrichen. Wie vermoost der ganze Hang ist. Einfach schön, das gefällt mir. Und die meiste Zeit geht es hier über solche tollen Pfade. Ich bin mal gespannt, ob wir noch Heidelbeeren finden auf unserer Strecke. Nach ungefähr 3 Kilometern kommen wir hier zum Wilden Fels und zu einer Aussichtsplattform. Also ist die Aussichtsplattform allein, die haben sie mal vor ein paar Jahren neu gemacht. Die sieht richtig toll aus. Und auch dieser Wilde Fels, wenn ich es richtig weiß, wir sind die Tour schon mal vor ein paar Jahren gelaufen. Das war wie so alpine Landschaft. Also das ist mega. Als lauter Heidelbeersträucher. Schaut mal, lauter Steinmännchen. Und das ist die Stelle, wo ich gemeint habe, wo es so felsig ist, wo es so ein bisschen alpin aussieht. Und hier den Wegen entlang. Lauter so Felsbrocken. Und schaut mal, hier hat es eine Eule. Schaut mal die Plattform hier an. Mit den wunderschönen Ruhebänken und Rastplätzen. Die haben sie erst vor ein paar Jahren neu gemacht. Hier habt ihr übrigens die Möglichkeit zu heiraten, zumindest standesamtlich. Ihr seht in der Szenerie hier diese schöne Herzbank. Und es ist dann hier der Altar mitten in der Natur, in den Heidelbeeren. Könnt ihr euch das Ja-Wort geben?
Die Plattform ist relativ neu. Es sieht auch sehr, sehr wertig und einfach. Ich finde es sehr ja, authentisch und wirklich einzigartig, hier zu heiraten. Und von hier, von der Plattform aus, habt ihr eine herrliche Aussicht ins Tal. Und immer wieder schön auf der Tour. Wir kommen hier ständig an solchen Hinweisstellern rund um die Heidelbeere vorbei mit Informationen rund um die Pflanze. Schaut mal, was wir hier entdeckt haben. Also beim letzten Mal, wo wir die Tour gelaufen sind, war das mit Sicherheit noch nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, weil hier hat es ein Getränkekästchen. Und was gehört zum Getränkekästchen mehr dazu? Natürlich trinken. Hier und hier. Und da unten ist gleich so eine Panoramabank. Und wir werden uns jetzt erstmal was holen hier und eine kleine Pause machen. Ich freue mich schon drauf. Gemütlich. Hey Leute, das ist ja wirklich so schön. Wir haben jetzt so ein Himmelsbänkle gefunden. Gerade um die Ecke ist auch eins der typischen blau-violetten Bänkle, passend zum Heidelbeerweg. Und ja, aber hier lässt sich's leben. Machen wir ein kleines Entspannungspäusle und dann schauen wir, dass es wieder weitergeht. Gell? Jetzt hat man hier ein ganz kurzes Stück, so ganz breite geschotterte Wege. Ich sag mal, wirklich kurzes Stück, das waren jetzt gerade mal 80 Meter. Und jetzt geht sie wieder richtig schön so einen kleinen Pfad entlang. Also die Tour ist einfach herrlich, es macht einfach mega Spaß. Es waren einfach viele kleine Pfade. Und vor allem, es gibt auch viele Bänke und ja, so Rastplätze, wo man Pause machen kann, wie jetzt gerade eben mit dem Schnapsbrunnen. Was uns dann wieder auffällt, ist, es gibt hier relativ wenig Mülleimer. Also Mülleimer, der ein oder andere könnte vielleicht sein, ja, um seine Sachen zu entsorgen. Aber gut, so nehmen wir es halt mit nach Hause zum Auto. Ist auch kein Problem. Also viel Spaß noch im Video. Naja, das ist auch wieder typisch. Gerade eben das Schild runter, diesen kleinen Pfad, ich habe es euch gerade eben eingeblendet. Und dann laufen wir hier 150 Meter weiter runter. Und dann kommt hier einfach ein Elektrozaun. Bitte hier privat. Aber der Pfeil oben, wie gesagt, der zeigt hier runter. Das ist uns in der letzten Zeit öfters mal passiert, dass eben die Beschilderung halt nicht ganz so gepasst hat. Naja. Leute, da steht Genießerpfad nach rechts unten. Und dann ist der Weg gesperrt durch einen Elektrozaun. Das gibt's doch nicht. Hier unten wäre der Weg entlang gelaufen. Da, hier. Und hier ist mittendrin einfach ein Zaun. Ich vermute mal, ein Landwirt, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass jemand über meinen Weg drüber läuft. Dabei wäre das hier so ein schöner Weg gewesen. Boah, riecht's hier rußig. Das ist eine Kienrußhütte. Hier hat man Anfang im 18. Jahrhundert den sogenannten Kienruß hergestellt. Ich verlinke euch mal was dazu in der Videobeschreibung. Wie gesagt, dies hier ist die Kienrußhütte und man hatte auf der einen Seite Brennraum
Und auf der anderen Seite hat man dann den Ruß gewonnen. Ich verlinke euch mal die Geschichte dazu in die Videobeschreibung mit rein. Dann könnt ihr es mal nachlesen. So, hi. Jetzt sind wir kurz vom Auto. Wir haben jetzt noch vielleicht 10 Minuten, eine Viertelstunde zum Auto zum Laufen. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da und abonniert unseren Kanal. Ciao, bis zum nächsten Video.